willkommen bei Unterwegs mit Nara. Heute bin ich am Neuenburger See unterwegs in Mache und ich muss mir jetzt da gerade ein ruhiges Plätzchen suchen, weil es ist Sturm, es ist sehr laut und man hört eigentlich fast gar nichts, was ich aufnehme. Aber jetzt gehe ich mit euch hin an den See und zeige euch die Wellen. Also kommt mit, mal schauen, was wir finden. Aber es hat also gut Wind hier. Schön, da draußen als Kitesurfer. Surfer und ja, für einmal ist da was los. Aber es ist jetzt noch nicht so die hohen Wellen, wie ich es auch schon erlebt habe. Aber auf jeden Fall sieht schon eher nach Meer aus als nach See hier. Ja, halt das Meer, wenn es nicht viele Wellen hat. Die Wolken, da kommt schon wieder Regen auf. Vorhin war ja krass, da war Sonne und es hat geregnet zeitgleich. Gut, geht noch. Ich liebe ja Extremwetter, weil einfach nur so normal, das ist ja langweilig. Schade, jetzt mit dem Gegenlicht sieht man halt in der Kamera nicht so viel. Mal schauen, ob man da vorne vom Steg aus ein bisschen besser die Wellen sehen kann. Hui! Okay, ein Stück Ast runtergekommen. Nicht so schlimm, war eh nur ein kleiner. Ja, ich weiß, man soll, wenn es stürmt, nicht bei Bäumen in der Nähe sein, aber das ist für mich jetzt wundern, wenn da einer umfällt. Und ansonsten, hier hat es keine. Der Wind kommt ja von der Seite hier, also da ist keine Gefahr. Passt schon. Da Treppchen raufgehen, mal schauen, ob es nicht runterweht. Nee, natürlich nicht. Ah, sieht doch interessant aus. Thank you.
wäre ja interessant da hinten draußen, aber ich glaube, das lasse ich mal. Tolles Wetter, wirklich. Ist schon schön so hier. Ist halt mal was anderes, als wenn der See so spiegelglatt ist. Gut, ich drehe mich jetzt aus dem Wind, sonst hört ihr mich nicht. So, ich verabschiede mich schon mal von euch. Macht's gut und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Unterwegs mit Nara. Tschüss!